Wie kam die Entscheidung zustande, dass du gesagt hast, das war es jetzt wirklich und zwar für immer? Weil ich eine neue Aufgabe im Leben gefunden habe, wo ich auch diese hohe Anerkennung und Bestätigung bekomme. Welcher Job war das? Ich bin jetzt Leiterin in einem Biohofladen und ich führe dort Regie in dem Lädchen. Und diese Anerkennung lassen mich meine Kunden jeden Tag spüren. Also ich fühle mich dort auch äußerst begehrt und meine Bühne habe ich und kann jetzt aber eben was anderes präsentieren und wieder angeben. Ne? Aber ich finde dich gar nicht so angeberisch, ehrlich gesagt. Na, lass mich mal vom Käse schwärmen. Hm? Das, ja. Oder vom Wein. Du bist ja nicht nur aus dem Puff ausgestiegen, sondern du hast auch den Männern komplett abgeschworen. Ja. Du hast dich dann in eine Frau verliebt. Ne? Genau. Wie kam es dazu? Wir haben uns eigentlich bei uns im Kiez kennengelernt. Wir haben unsere Kinder in den gleichen Kindergarten gebracht und irgendwie, ich glaube, sie ist eher auf mich aufmerksam geworden und dann ich. Und dann hat sie eingeschlagen wie Bombe. Die war nicht klar, dass du auf Frauen stehst? Nee. Ich hab mich damit zum allerersten Mal richtig doll vor mir selbst geoutet. Und hat dich das total überrascht? Ja und nein. Weil ich hatte schon so Tendenzen früher, aber ich habe es mir irgendwie immer verboten, wenn da irgendwie das Gefühl kam, ich lesbisch, nein, auf keinen Fall. Und wehe, einer denkt von mir, dass ich lesbisch bin. Also hallo, ich, die begehrte Frau, die mit den Männern alles macht, bin lesbisch, nein, auf keinen Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass doch im Bordell häufig so Dreier mit einer zweiten Frau angefragt wird und du dann wahrscheinlich auch sexuelle Handlungen an der Frau vornehmen genau. solltest, Also wenn es eine Kollegin war, dann habe ich mich bemüht, bei der Kollegin Gentleman zu sein. Also ich habe sie nie unsittlich berührt, auch wenn der Freier es verlangt hat, meinetwegen lecken, dann habe ich meine Hand draufgelegt, meine fetten Extensions darüber und habe dann mit lauten Schmatzgeräuschen das Deine Lecken Hand geleckt. Meine Hand geleckt, genau. Und wie war dann das erste Mal Sex mit Frie? Oh mein Gott. Also erstmal, als allererstes wollte ich einfach nur von ihrem Arm gehalten worden, in ihren starken Armen liegen, von ihr geküsst werden, küssen, 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 küssen. Das war so ein ganz riesiges, großes Bedürfnis. Und dann kam es ja schließlich bei uns auch zum Äußersten. Und ganz ehrlich, da wusste ich, ich habe dann echt innegehalten. Ich, die erfahrene, sexerfahrene Frau, die im Grunde alles schon gesehen hat, außer Sex mit einer echten Lesbe. Also den hatte ich ja schließlich noch nicht. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, jetzt, wenn ich jetzt was falsch mache, oder was macht man denn jetzt? Ich meine, das, was ich denke, was man macht, macht man ja bestimmt nicht. Und? Also, ja, und dann, haben wir innegehalten und ich weiß jetzt eigentlich nicht weiter. Also bis hierhin, klar, aber weiter. Und dann hat sie mir es gezeigt und gesagt, das ist es, das ist es, das will ich jetzt immer haben. Das befriedigt mich, das macht mich glücklich, das finde ich geil. Was ist der Unterschied zwischen dieser Sexualität mit einer Frau und der mit einem Mann? Dass mich die Frau antörnt. Berührt sie dich anders? Ich berühre vor allen Dingen anders. Aber das ist wie ein Schalter. Also ich berühre sie und eben auch intim. Und das ist, wenn einer bei mir sofort den ganz großen Schalter umlegt. Ja? Aber so fühlt es sich an, wenn es richtig ist. Ja, also. Genau.